Ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll, wie man die töten soll. Ich weiß nicht. Na. Aber die Mucke ist geil. Okay, eigentlich hätte er sich da festhalten müssen. Rein physikalisch. Genau. Und springen wäre eine Option. So ein bisschen Salzer, ne? So, gut, dann weiß ich jetzt in Zukunft, wie man die töten kann, einfach am Rand der Plattform positionieren und dann mit diesem Jump, der diese Luft-Dings da macht. Und dann ist das kein Ding. Oh, wir brauchen den silbernen Schlüssel. Ich weiß auch, wo einer ist. Und Sprung. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Gut, ich weiß, wie ich da hin... Ah, okay, ich verstehe. Und... Na, halt dich fest. Sehr schön. Und ab zum... Sogar der Grüne. Sehr schön. Ab zum Schlüssel. Kann ich mich hier oben auch drehen? Jawohl. Sehr schön. Also, der Knopf ist eigentlich recht praktisch, wenn ich nicht so ein Noob wäre in dem Spiel. Dann könnte ich damit viel mehr arbeiten, das wäre echt gut. Ups. Und wieder drehen. Warten, bis der kaputt geht und wiederkommt. 5, 4, 3, 2, 1. Das sage ich ja genau auf Kommando. Sehr schön, Klaus. Hat mir echt gar nichts gebracht, was ich hier gerade gemacht habe. Weil ich es selber voll verkackt habe. Ich wusste nicht, dass ich da hochkomme. Und sehr schön. Und jetzt komme ich mit dem Luftballon bestimmt zurück. Hui, genau dahin. Sehr schön. Gobbo befreit. Und die Wichsers. Da warte ich jetzt lieber nochmal und schnell rüber. Hoffen, dass ich jetzt in dem nächsten eine Kiste finde mit Kristallen. Oder Kristall auf dem Boden. Aber es bleibt erstmal bei der Hoffnung. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das soll, ne? Das ist jetzt... Finde ich wirklich etwas komisch, wie man das machen soll. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Tut mir leid. Wie soll man sowas machen? Kann man irgendwie... Kann man auch nicht. Ich müsste Kristalle kriegen. Ja, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Ja. Dann muss ich das halt so machen. So. Hat mich dann natürlich ein paar Lebchen gekostet. Das wollte ich nicht. Okay, komm. Vergessen wir das. Vergessen wir. Damit hat sich das geklärt, wie das geht. Ups. Gut, man muss wahrscheinlich einfach nur diesen Scheißschalter drücken. So, hier drauf. Ich bin so froh, dass ich gleich aufhöre. Ich habe für sowas jetzt echt keinen Nerv. Komm, hier hoch. Rote Schalter will ich drücken. Ja, war klar. Und hier drauf. Und jetzt das Ding da.
Wir brauchen ja noch einen bunten Kristall und einige... Was ist das? Was zum Teufel? Ist das ein Ottifant oder was? Alter Falter. Da bin ich ja gespannt, was der jetzt macht. Der kickt mich bestimmt. Oder er rennt einfach nur wie wird der Patron. Und versaut mir mein Leben. Okay, ich möchte, Krok, bitte, dass du einfach nur auf den Elefanten springst, so wie es man das macht, wenn man springen drückt. Und vorhin auch. Danke sehr. Danke. Es war sehr nett von dir, Krok, dass du dich dazu entschieden hast, dann das Ganze doch zu machen. Okay, hier mal speichern, weil das eine Einbruchsplatte ist. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich möchte eigentlich nur, dass du den Knopf drückst. Okay. Vielleicht beende ich die Aufnahmen auch noch vor dem Level. So, speichern und... Sehr schön. Und... Bitte da drauf bleiben. Bitte einfach da drauf bleiben. Danke. Wenn er sich so festhält, ist das natürlich was einfacher. Und wieder auf ihn drauf. Und... Na, dann laden wir das Ganze nochmal. Den Gobo nochmal. Und jetzt mal speichern. Wir müssen das ja wie... Jeden Schritt einzeln machen. Siehste, sag ich ja. Jeden Schritt einzeln. Und... Na. Der Lilane, sehr schön. Dann können wir jetzt... in das Bonus-Level da wieder... den sechsten Gobo holen. Und ich hoffe wirklich, dass das kein Minispiel ist. Sonst raste ich, glaube ich, noch aus. So, speichern und... Bis dahin komme ich nicht... Und bis dahin komme ich nicht. So, du springst bitte. Das ist dieser Knopf, den ich hier drücke. Und der bedeutet, dass du springen sollst. Danke sehr. Warum nicht gleich so? Oh, es sind sogar drei Platten. Ich dachte, wir haben nur zwei. Ab durch die Tür. Oh, so viel zu. Ey, da klaut mir meine Diamanten. Pac-Man. Was macht der? Na. Na. Okay, und da bin ich tot. Was zum verfickten Hurensohn, Teufel. Eine 100% Todesstelle. Eine 100%ige. Sobald man einmal abrutscht, ist man tot. Selbst wenn man die Kristalle... alle wieder einsammeln würde. Ich weiß auch nicht, warum er so schnell ist. So. Naja. Jetzt wird es wahrscheinlich noch geradeaus gehen. Wow. Das ist nicht fair. Wenn ich mein volles Tempo hier gebe und der schneller ist. Kann ich ja nichts gegen machen. Ich springe ja jetzt sogar schon Abkürzung. Was? Okay. Vergessen wir die ganzen Juwelen. Und gehen einfach direkt zum Ziel. So. Das fand ich jetzt wirklich nicht fair. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll, damit er langsamer wird. Wahrscheinlich die Juwelen nicht einsammeln, aber... muss einem ja den Freiraum zugestehen, alles einsammeln zu wollen. Na. Und. Sehr schön. Mal gucken, ob der Geist noch kommt. Ja, der müsste kommen. Ich höre ihn. Piu, piu. Da ist er. Okay. Gut. Dann schlagen wir das Ding. 20 Dinger, 5 Leben verloren oder so, weil ich... Schalter nicht vermutet habe.
selber schuld eigentlich, so eine Scheiße. Jetzt würden die so eine unfaire Kacke machen. Na gut, dann speichere ich jetzt Override-Block. 46%. Ist ja ganz gut eigentlich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das nächste Mal wieder mit super guter Laune, nicht mit sehr angenervter Laune. Und bis dann. Tschüss.